So. Ich habe meine Einkommensteuer 2014 fertig. Das musste auch sein. Und ich möchte auch Bücher fertig vorlesen. Deshalb bin ich wieder bei EÜR leicht gemacht. Die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis angekommen. Und ich mache mal hier mein Zeichen weg. In dem Buch kann man radieren. In dem Buch sollte man ganz mächtig radieren. Das ist ein ganz anderes Thema. Mit Milchkaffee aus der Tasse der größten Scheißgewerkschaft der Welt, der GEW. Vom genossenschaftlichen Rechtsschutz der Sicura Österreich habe ich auch noch nichts gehört. Wir müssten auch mal irgendwann anfangen zu arbeiten. Ich zahle hier 480 Euro Miete für ein verschimmeltes Drecksloch mit nicht mal mehr 70 Quadratmetern. Und vorm Amtsgericht hier in Solingen kann man auch nicht klagen. So. Das Jahr ist übrigens 2019. Ich stelle deshalb extra den Radiowecker dahin. Ich schildere einfach nur meine Lebenswirklichkeit. EÜR leicht gemacht, die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis, zweite Auflage. Ich bin angekommen in der Lektion 19, die Rücklagen in der EÜR, die gehört zum Teil viertens Besonderheiten der EÜR, davor gab es drittens die Geschäftsvorfälle, zweitens Einstieg in die EÜR und erstens vorab, also viertens Besonderheiten der EÜR, Lektion 19, die Rücklagen in der EÜR. Auf Seite 145 geht es weiter. Davor gab es einen Steuertipp. Nachfolgend gehen wir von einer kompletten Rücklagenbildung aus. Im Jahr des Verkaufs würde sich der Sachverhalt folgendermaßen abbilden. Es geht um die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Verkauf, Anlagevermögen komplett 100.000 Euro, Buchwert, Anlagevermögen 65.000 Euro komplett. Dann gibt es einen Veräußerungsgewinn von 35.000 Euro. Die Rücklagenbildung erfolgt durch folgende Buchung. Sonstiger betrieblicher Aufwand an Rücklage 35.000 Euro plus minus Gewinnverlust 0 Euro. Das heißt, man hat eine Rücklage von 35.000 Euro gebildet. Das ist Rücklage an sonstigem betrieblichen Ertrag sind 35.000 Euro. Und dann gibt es auch noch die vorher angesprochenen Investitionen. Das Investitionsjahr gestaltet sich folgendermaßen. Zugang Grund und Boden 100.000 Euro, Zugang Gebäude 150.000 Euro sind insgesamt 250.000 Euro. Wichtig an der Stelle ist, dass man Grund und Boden und Gebäude bei Rücklagen gesondert ausweist und den Barertrag auch nochmal gesondert ausweist. Die Rücklagen werden über einen sonstigen betrieblichen Ertrag aufgelöst. Rücklagen an sonstigen betrieblichen Ertrag 35.000 Euro. Das heißt, man schreibt das alles auf. Gleichzeitig kann in Höhe der aufgelösten Rücklage eine Sonderabschreibung beim Grund und Boden bzw. Gebäude vorgenommen werden. Wie sollte die Auflösung optimal erfolgen?
Soweit wie möglich sollte der Veräußerungsgewinn aus dem Grundstück auf die Anschaffungskosten des Grundstücks übertragen werden. Womit könnte das zusammenhängen? Der Grund und Boden gehört zu den nicht abnutzbaren Wirtschaftsgütern. Es wird also auch kein Aufwand in Form der Abschreibung berücksichtigt. Wird der Veräußerungsgewinn des Grundstücks auf das Gebäude übertragen, würde sich das Abschreibungspotenzial vom Gebäude reduzieren. Das heißt, man kann nicht mehr so viel abschreiben und bei Grundstücken kann man das sowieso kaum. Es sei denn, man schaltet einen Gutachter ein und der Grundstückswert hat sich gemindert. Zum Beispiel, weil ein depressiver Kinderficker, ein forensischer Patient, der wahllos Menschen gemordet hat und Kinder gemordet hat und gezielt zwei Kinder umgebracht hat und da einem eingezogen ist. Das wäre ein Grund, um den Wert einer Wohnung und eines Grundstücks zu mindern. Der Grund und Boden gehört zu den abnutzbaren Wirtschaften, das habe ich... So, ich lese nochmal, womit könnte das zusammenhängen? Ich reg mich schon wieder nur noch auf über das, was hier passiert ist und passiert. Womit könnte das zusammenhängen? Der Grund und Boden gehört zu den nicht abnutzbaren Wirtschaftsgütern. Es wird also auch kein Aufwand in Form der Abschreibungen berücksichtigt. Wird der Veräußerungsgewinn des Grundstücks auf das Gebäude übertragen, würde sich das Abschreibungspotenzial vom Gebäude reduzieren. Daher Sonderabschreibung an Grundstück 10.000 Euro, Sonderabschreibung an Gebäude 25.000 Euro, per Saldo 35.000 Euro. Der Ertrag aus der Auflösung der Rücklage wurde eliminiert. Der Buchwert gestaltet sich wie folgt. Grundstück minus Sonderabschreibung sind 100.000 Euro minus 10.000 Euro Buchwert, in Klammern nicht abnutzbar, 90.000 Euro. Gebäude minus Sonderabschreibung sind 150.000 Euro minus 25.000 Euro sind 125.000 Euro Buchwert, in Klammern abnutzbar. Abschreibung sind 3% mal 125.000 Euro sind 3.750 Euro im Jahr. Wie Sie sehen, erfolgt die Besteuerung des Gewinns zeitlich gestreckt. Ohne die Rücklagen und die entsprechenden Sonderabschreibungen würde das Abschreibungspotenzial, nämlich Abschreibung 3% mal 150.000 Euro gleich 4.500 Euro im Jahr betragen. Der Veräußerungsgewinn aus dem Grundstück wird erst mit einer erneuten Veräußerung oder Entnahme aufgrund des geringeren Buchwertes berücksichtigt. Steuertipp. Auch im Jahr der Auflösung können Sie entsprechend Ihres Gewinns gestalten. Haben Sie einen Verlust, würde es nicht sinnvoll sein, diesen durch die Sonderabschreibung noch zu erhöhen. Verzichten Sie auf die Sonderabschreibung. Die Folge wären höhere Buchwerte und somit ein höheres künftiges Abschreibungspotenzial beim Gebäude. Fall 91, die fehlende Investition. Ich höre danach auf. Ich bin mir sicher, dass die Drecksgenossenschaft hier dieses Jahr oder letztes Jahr keine Steuererklärung abgegeben hat. Ich denke gerade schon wieder zu viel nach darüber, was hier passiert.
Gestern Abend bin ich im Dunkeln von einem Pizzaboten doof angemacht worden. Und davor hat irgend so ein scheiß roter Fiat Punto mit irgend so einem Pizzaboten drin meinen Weg geschnitten. Er hatte sogar noch kaputte Lichter. Ich habe die Schnauze voll von dem, was hier passiert. Fall 91, die fehlende Investition. Das ist einfach nur ein Drecksloch hier. E hatte großes Glück, so schnell die passende Immobilie gefunden zu haben. Interessenhalber möchte sie wissen, was denn wäre, wenn sie nichts gekauft hätte. E hätte 4 Jahre Zeit, eine Ersatzimmobilie in Klammern Gebäude anzuschaffen, beziehungsweise 6 Jahre, um diese herzustellen. Beschluss 6b Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes. Täte sie es nicht, würde sie neben der Auflösung der Rücklage in Höhe von 35.000 Euro eine Strafverzinsung des Rücklagenbetrages von 6% pro Jahr. Täte sie es nicht, würde neben der Auflösung der Rücklage in Höhe von 35.000 Euro eine Strafverzinsung der Rücklage von 6% pro Jahr erfolgen. In ihrem Fall würde nach 4 Jahren der Gewinn um Rücklage ansonstiger betrieblicher Ertrag, geiles Deutsch, 35.000 Euro minus, nee, nicht minus, plus 35.000 Euro mal 6% pro Jahr mal 4 Jahre, 8.400 Euro gleich 43.400 Euro erhöht werden. Das heißt, man kann den Gewinn nach hinten verschieben und dann sind das aber auch 6% im Jahr. Hinweis: Die Anschaffung, Herstellung gleichgestellt, der Anschaffung, Herstellung gleichgestellt sind Um- und Ausbauten an bereits vorhandenen Gebäuden. Sie können diese Rücklagen also auch in diesem Fall übertragen. Steuertipp. Bemerken Sie bereits früher, dass Sie nicht mehr investieren werden, können Sie natürlich die Rücklage eher auflösen. Die Zinsen werden dann nur für den entsprechenden kürzeren Zeitraum berechnet. Also, wenn man Gewinne nicht bucht, zahlt man Strafzinsen in Höhe von 6% pro Jahr. Ist auch gut so, dass das ist. An der Stelle wird auch jede Menge Scheiße erzählt. Das ist mir auch schon vorgekommen. Ich habe auch noch nie einen Insolvenzverwalter in NRW getroffen, der lesen und schreiben konnte. Es reicht nicht das Einkommensteuergesetz. Je mehr ich über diesen Dreckshaufen hier nachdenke, desto mehr kommt mir die Galle hoch. So, der Fall ist noch nicht ganz zu Ende. Neben der klassischen Rücklage für Grundstücke und Immobilien sind noch folgende Wirtschaftsgüter begünstigt. Bei Land- und Forstwirtschaft zusätzlich der Aufwuchs auf dem Grund und Boden, ansonsten Binnenschiffe. Anteile an Kapitalgesellschaften, GmbH. Die genaueren Voraussetzungen dazu finden Sie im Beschluss 6b des Einkommensteuergesetzes. Steuertipp: Die Rücklage können Sie auch innerhalb verschiedener Betriebsvermögen übertragen. Sie sind zum Beispiel Einzelunternehmer und sind zusätzlich an einer Personengesellschaft beteiligt. Im Einzelunternehmen haben Sie einen begünstigten Veräußerungsgewinn durch den Verkauf eines Betriebsgebäudes erzielt. In der Personengesellschaft wird im Folgejahr ein begünstigtes bebautes Grundstück angeschafft. In der Personengesellschaft wird im Folgejahr ein begünstigtes bebautes Grundstück angeschafft. Sie können die Rücklage aus dem Einzelunternehmen
in die Personengesellschaft steuerneutral übertragen. Einkommensteuer, Runterlass 6b2. So, habe ich noch nicht ganz verstanden. Ach so, ja, man kann zwischen den Investitionen hin und her schieben. Wenn man zum Beispiel als Einzelunternehmer ein Binnenschiff anschafft, dann kann man Gewinne in Investitionen in das Binnenschiff investieren. So wird aus dem Binnenschiff langsam ein Hausboot. Dann kann man mit dem Hausboot nach Wuppertal fahren und da seine Tochter studieren lassen. So. Ich habe die Schnauze voll. Vielleicht sollte ich mich auch nicht vor eine Kamera setzen, aber es entspringt wirklich meiner Lebenswirklichkeit, dass ich von so, wie gesagt, es ist nicht schön hier. Und wenn man seine Erledigung zu Fuß erledigt, seine Erledigung zu Fuß, ja, wenn man zu Fuß unterwegs ist, um seine Erledigungen zu machen, ja, und dann dabei auch noch bedroht wird, ist das das allerletzte. So. Manchmal frage ich mich, wozu ich mich angestrengt habe, um staatliche Abschlüsse zu bekommen, wenn ich mir dann von durchgeknallten Depressiven, die gar nichts können, nichts wissen, sich nicht qualifiziert haben, alles gefallen lassen muss. Ich habe wirklich einfach nur die Schnauze voll von sowas. Was Schlimme ist, bei der Polizei hier findet man auch nichts anderes. So, ich hab den Kaffee auch.